Double-Coated IP Capsule ist eine Gesamtinstallation. Sie besteht im Kern aus einer Fotostrecke. Die Fotostrecke verbildlicht jenen Schritt, der Innovation, der Erfindung, der Kreativität bedeutet. Sie ist in sich als Kunstwerk zu verstehen. Sie wird bewahrt in einem White Cube. Ein White Cube, der eigentlich ein verkleideter Tresorraum ist. Das führt zu der Frage der Gewahrsame. Ein Tresor dient dazu, physisch zu bewahren, unüberwindbare Hindernisse aufzubauen, um das in ihm Verwahrte zu schützen. Ein Tresorraum, der dieser Funktion nicht mehr gerecht werden kann. Die Türen wurden entfernt. Es ist ein offener Raum. Es bedarf einer zweiten Schutzschicht. Und diese Schutzschicht ist die Rechtsordnung, die das geistige Gut schützt, die daran hindert, dass die Idee gestohlen wird, die in einem Ausstellungsraum präsentiert wird. Und hier kommt die Architektur, die besondere Gestaltung dieses Raums zu Hilfe. Er ist ummantelt mit einem Kontrollgang, ein Kontrollgang, in dem Wächter den Raum bewacht haben von außen. Diesen Kontrollgang nutzen wir. Wir haben gemeinsam Studenten der Universität Wien, junge Juristinnen und Juristen, diesen Gang tapeziert mit jenen Rechtsvorschriften, die dem Schutz des immateriellen Guts, der kreativen Leistung dienen. So ist ein Gesamtkunstwerk entstanden, das einerseits die geistige Leistung darstellt, andererseits den Mechanismus ihres Schutzes zeigt.